da. Geile Gang heute wieder, Jungs. Geile Gang. Ryan, was denkst du, wer stellt sich über die Hürden besser an, Fritz oder Theo? Ich bin auch noch im Game. Ich glaube auch über die Hürden. Yeah. Ui. Dann hast du der Dreier-Auswahl, wer sich über die Hürden am besten anfängt. Da bräuchten wir noch den Nils Hutter Kangas, dann hätten wir wirklich alles dabei heute hier. Von mir können wir auch wieder ein bisschen mehr als 60 Pause. Wir können auch 70 Sekunden Pause machen. Wir können auch 60 Pause machen. Ich bin 70 nicht ganz okay. Hat man da nie irgendwas noch mit dir gesprochen oder so? Ja, nur nicht, dass halt zu intensiv wird. Ja, du kannst ja gucken, dass du halt einfach viel, dass du halt einfach 1,20 läufst, aber halt nicht schneller. Also dann hast du 2,40er Tempo und schneller musst du jetzt ja auch nicht laufen in Huelva, ne? Außer die letzte Runde. Du hattest es noch nicht ausgerechnet. Ah ja, stimmt. 1,20 ist 2,40er Tempo. Das weiß ich nicht. Damit läufst du 13,20. Das ist ganz schön schnell. Ja, 1,20 ist ultra schnell. So können wir nicht anfangen. Das ist dann wie Sprinten wieder. Der Floor ist zeitlich. Ich bin langsam an dem Punkt, wo ich mir denke, so okay, meine 68er Hinderniskunden fühlen sich langsam okay an. Aber 64er und, ne? Ja, aber selber schuld, wenn der Floor nicht Hindernis laufen will. Ne? Nein, der Floor soll auch nicht Hindernis laufen. Nein, nein. Ich werde auch nicht Hindernis laufen. Außer Fritz läuft unter 9 dieses Jahr. Dann laufe ich Hindernis. Weil dann wäre schneller, weil ich bin noch nie unter 9 gelaufen, ist auch eine Schande. Aber wenn Fritz unter 9 läuft, dann will ich es auch mal probieren. Ich frage mich, in welcher Halle ich unter 9 laufen soll. Ich weiß nicht, ob man das Abschlusstraining nennen kann oder ob das schon am Samstag war. Ich mache jetzt 5x800 und 5x200. Und die 800 mache ich so in 3,10 bis 3,12. Also eigentlich, ich glaube, dass das 4-0er Tempo ist. Ja, 4-0er Tempo und dann je 200er soll ich in 38 machen. Schauen wir mal, ne? Also alles eigentlich gar nicht so schnell, aber es ist ja Race Week, ne? Einheit ist einfach zu kompliziert. Wir machen es anders. Wir zählen. Es stimmt halt einfach nicht, ja. Ne? Hier hört der 5-0er auf. Was haltet ihr von meinem Vorschlag? Beim 8. Wir hören wir da auf. Wir starten einfach den 8. Lauf da. Egal, wo wir am 7. rauskommen. Und überlegen jetzt gar nicht, wie, weil es ist scheißegal. Wir haben genug Trabpause, um zu jedem Ort zu kommen. Den 500er, den ersten 500er hören wir da auf. Mein Vorschlag da hinten. Ja, genau. Okay, also. Hat noch niemand gesagt, dass wir trainieren. Die Laura hat gesagt, dass sie trainieren. Ja, genau. Und Mann, das ist doch wieder. Ungefähr. Ist doch wieder. Ich habe gesagt, dass wir 500er machen. Wir machen 500er. Es ist, glaube ich, ein Lieblingsprogramm von unserer Trainerin Melanie, weil ihr Mann das, glaube ich, auch immer gemacht hat und Dieter Baumann auch, oder, Nick? Ja. Wir machen 14 mal 500 Meter, das sind 7 Kilometer. Wir machen kurze Pausen, 200 Meter Trabpause in 60 bis 70 Sekunden. Und ja, wir wollen das schon so laufen, dass es ein hartes Training wird. Vielleicht nähern wir uns Flo seinem Renntempo an von 2,40er Pace. Da müssen wir halt 1,20 laufen auf 500 Meter. Es ist jetzt auch meine erste schnelle Einheit mit Flo zu sein. Also wird sich zeigen, ob das Trainingslager teilweise sich gelohnt hat. Oder ob ich halt den Flo halt mit Grund und Boden laufe. Ich habe, glaube ich, so viel Koffein in mir drin wie noch nie im Leben. Ich bin ein bisschen. Sieht alles ein bisschen schwebend an. Deswegen redest du so schnell. Ich rede auch schnell. Ich finde es krass, dass das Koffein und Autofahren. Ich denke mir so, als ich mit dem Fahrrad losgefahren bin, dachte ich mir, ich könnte jetzt nicht Autofahren. Aber da gibt es keine Regel, dass das verboten ist, so ein Maximalding. Ich will jetzt nicht so für irgendwie kiffen so, aber ich meine, da kann ich glaube ich, na egal. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actress. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy, I'll hit that MJ fade away. Miss me with the hate in, nah bruh, not today. Stayed in my lane, didn't complain, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now this not a mystery. Stop with all that hating, dog. Man, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now this not a mystery. Stop with all that hating, dog. Man, this is meant for me. Das hat so gut angefangen.
Ich bin 1,23 losgelaufen und ich dachte mir, es fühlt sich gut an. Das ist 1,23. Dann haben wir am vierten Lauf ging es los in 1,20, 1,19. Und das hat sich nicht mehr gut angefühlt. Ich habe es beschlossen, ich mache mindestens ein, eher zwei weniger wahrscheinlich. Und wechsle jetzt auf Spikes. Und ich habe auch ganz schlechten Grip hier jetzt. Mit dem nassen Bahn und allem. Mach ihn lieber raus, oder? Eieiei, wir sind ja gut hier im Drüberfahren. 4,4, okay. 2. Sechs, acht. Business nicht mal. Ich bin fertig. War gut, war sehr gut. Ich war ein bisschen schneller als auf dem Plan stand. Ich glaube sogar 5 Sekunden, aber es hat sich richtig locker angefühlt. Ich glaube, den Jungs werden das noch ein bisschen beim Hagel mit dem Mund auffangen zugeguckt und so. Das war ein sehr schönes Programm. Ja, sehr schön. Ich starte in die Wettkampfsaison mit einem schönen 2000 Meter Hindernisrennen in Pietzhausen. Die Woche drauf renne ich 3000 Meter in Karlsruhe, also dann auf die richtige Wettkampfdistanz. Und danach laufe ich dann noch einmal in Belgien, auch wieder 3000 Meter. Und anschließend steht dann irgendwann die deutsche Meisterschaft vor der Tür. Zwischendrin werde ich gucken, dass ich ein paar schnellere Rennen mal über 1500 oder 5000 noch finde. Also bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich komme gerade erst wieder rein ins Laufen langsam. Ich bin sehr happy, dass die Tempoläufe wieder so gut klappen. Aber mein erster richtiger Wettkampf wird wahrscheinlich erst in Brüssel sein, die drei Hindernisse. Also meine Saison ist erstmal eigentlich nur bis Ende Mai geplant, weil Ende Mai Qualifizierungszeitraum für die EM in Rom ist. Und bis dahin werde ich jetzt erstmal Ende April, also am 30.04. in Ruhelva einsteigen über 5000 Meter und gucken, dass ich da vielleicht schon echt schnell laufe. Und danach werde ich in Karlsruhe 1500 Meter laufen, ein bisschen die Beine schnell zu machen. Und dann werde ich eine Woche danach in Rehlingen 5000 Meter laufen und zwei Wochen danach in Brüssel 5000 Meter. Also ich habe jetzt drei 5000 Meter Rennen, bei denen ich mich versuche erstmal für die EM zu qualifizieren. Und dann gucke ich weiter. Je nachdem, ob ich dann halt mich qualifiziere oder nicht, mache ich dann meine Saisonplanung davon abhängig. Ja, also die Saison ist ja jetzt echt schon richtig um die Ecke, ne? Ich denke schon seit Monaten daran, wie jetzt so alles wird. Und da alles nach Plan läuft, bin ich jetzt auch schon im intensiven Training, damit ich Anfang Mai richtig fit schon bin, im besten Fall. Weil halt die EM so früh ist, wird sich halt im Mai entscheiden, wer zur EM kommt. Deswegen muss man da, wenn man da hin will, schon richtig fit sein. Und ich laufe vielleicht 3x1000 mit Theo und Maxi. Die letzten Jahre bin ich immer 3x1000 gelaufen als Saisoneinstieg. Und dann habe ich quasi 3x1000, dann 2000 Meter Pietzhausen, eine Woche später Karlsruhe. Da wird ein krankes Rennen stattfinden über drei Hindernisse. Dann nach Karlsruhe das Wochenende kommt noch Rehlingen. Und dann habe ich quasi 4 Wochenenden, 4 Rennen und hoffe, dass dann mit der EM man so ein bisschen klarer sagen kann, wie es aussieht. Und hoffe, da nicht mehr laufen zu müssen, weil dann kommt Pauls Hochzeit. Ja, das ist mein Plan. So, dieses Jahr habe ich vor, wieder mal Hindernis zu laufen, seit 2021 das erste Mal tatsächlich. Losgehen wird jetzt die Saison aber erstmal am 27. April mit einer 3x1000 Meter Staffel bei der Bayerischen Meisterschaft. Dann die 2000 Meter Hindernis in Pietzhausen, um wieder ein bisschen Tempogefühl, Hindernisgefühl, Geschwindigkeitsgefühl über die Hindernisse zu bekommen. Und dann hoffe ich, dass es gut läuft, sodass ich dann die Woche drauf in Karlsruhe auch in ein gutes Rennen reinkomme über die 3000 Hindernis. Und dann wäre da schon mein Wunsch eigentlich, mich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, wobei es wahrscheinlich schwierig wird, das im ersten Hindernisrennen direkt zu machen. Ich denke, dann brauche ich noch eins danach, wenn ich es wirklich schaffen will, zur deutschen Meisterschaft zu kommen. Und weiter habe ich jetzt eigentlich noch keine Pläne gemacht, aber ich habe diese Saison schon auch mal vor, 5000 Meter wirklich auf Geschwindigkeit zu laufen, mal dafür zu trainieren, dass ich unter 15 Minuten das mal laufen kann, weil ich das auch noch nie geschafft habe. Ja, bei mir sieht es so aus, dass in 3 Wochen mein erster Wettkampf ist in Weiden in der Oberpfalz. Das ist so ein super Sprint.
Also eine ganz, ganz kurze Nummer mit, ich glaube, 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Das heißt, jetzt muss noch ein bisschen Schnelligkeit hier beim Laufen rausgeholt werden. Aber ja, ich bin gespannt. Erster Wettkampf ist immer so eine Gruselnummer, weil man natürlich nicht weiß, ob man die Wechsel verkackt oder sonst was, ob man einfach fit ist. Ich meine, das ist bei den Jungs ja genau das Gleiche. Ist das so? Ja, es war bei mir wieder so ein bisschen hin und her, wie letztes Jahr, ob ich jetzt Hindernis laufen will oder nicht. Und jetzt mache ich wieder so ein Mixding am Anfang. Ich starte mit einer flachen 3000 in Regensburg, schon in anderthalb Wochen, am 27.04. Die Woche drauf zwei Hindernisse in Blitzhausen und dann, je nachdem, wie es läuft, ich habe mich noch nicht festgelegt, laufe ich entweder drei Hindernisse in Karlsruhe oder 5000. Und dann wahrscheinlich, dann schaue ich, wie es weitergeht, wird dann nach Karlsruhe entschieden. Genau. Ich laufe jetzt am Wochenende bei den deutschen Berglaufmeisterschaften. Das sind 16 Kilometer insgesamt, also zweimal eine Runde, die 4 Kilometer bergauf und 4 Kilometer bergab ist. Dann hoffe ich, dass ich irgendwie da überlebe und laufe danach in Blitzhausen zwei Hindernis und wie gefühlt jeder andere auch in Karlsruhe die drei Hindernis. Aber im B-Lauf, weil ich keine 28 laufe. Meine Saison startet diesen Samstag mit der Halbmarathon-Staffel, die 10,7 Kilometer. Und dann weiß ich noch nicht, wie meine Saison ausschaut. Ich habe schon zwei ja eher so lustige Saisonziele, dass ich einmal von 100 bis 10 Kilometer alles, also von 100 Meter bis 10 Kilometer alles durchlaufe. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Dann war mein zweites Saisonziel, dass ich so schnell werde, dass ich dem Flo mal Tempo machen kann im Training. Also öfter, so jetzt nicht irgendwie auf 1000 Meter, sondern dann immer so 200, 300 Meter mit. Aber jetzt ernsthaft würde ich eigentlich gerne mal wieder eine 400 laufen. Vielleicht auch mal eine 800. Aber tendenziell würde ich sagen, liegt der Fokus schon auf der Straße, so 15 Kilometer. Aber ich muss mal gucken, was passiert. Es war ein bisschen stressig auf der Bahn. Es kam noch die große Uni-Gruppe hier. Die sind noch außen gelaufen. Ich hatte immer, weil wir auf Bahn 3 gemacht haben mit den Hürden, hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen Angst, dass es noch zu Kollisionen kommt. Aber es ging dann eigentlich immer gut. Mit so einer Gruppe macht es wieder richtig Spaß, ne? Und das Tempo fühlt sich zwar arsch schnell an, aber es war in Ordnung. Ja, aber ich fand, es hat sich heute schon ein bisschen zäh angefühlt für mich so. Es war sehr viel besser, als ich dann Spikes angezogen habe. Da bin ich dann so richtig reingekommen. Man ist schon richtig gerutscht ohne Spikes. Also dann nach der zweiten Hälfte, also die zweite Hälfte war sehr viel besser als die erste. Das war gut, aber ansonsten fand ich, war es halt ein bisschen zäh von den Beinen. Aber ich glaube. Ich finde, du siehst aus, hältst du das Tempo schon im Griff? So. Ja, ich hab's auch im Griff, so. Der Rest aber, kommt noch, ne? Ja, wenn ich es halt zehnmal am Stück laufen soll, dann. Ja, wünscht man sich halt, dass man mich immer sehr heute 7 Kilometer im Race-Pace hast du, ne? Ich messe klassischerweise Laktat immer am Knöchel, weil es am nächsten an den Beinen ist und da ist ja, wo sich das Laktat normal bildet. Ne? Deswegen gibt es den aussagekräftigsten Wert. Ich muss auch gar nicht anpieksen, weil ich anscheinend mit der Innenseite von einem anderen Schuh da dran, glaube ich, schleife. Ja, das ist intelligent, da sparst du dir dann Zette, ne? Genau, ja. Ja, wieder ein Trainingstag geschafft, jetzt geht's heim, was essen, wieder schönes Wetter. Was essen wir heute? Suppe? Auf gar keinen Fall.